Also das Außergewöhnliche für mich und das Faszinierende ist bei mir, dass die Übungen, die Elemente, die man sozusagen im Kunstturnen, im Turnen generell macht, im Gerätturnen, dass man die auf so ein rollendes Gerät halt überträgt. Und das Gefühl am Anfang ist wirklich seltsam, aber nachher, wenn man anfängt, das Rad zu beherrschen, das ist einfach ein geniales Gefühl, dass man verschiedene Elemente turnen kann, sei es im Spirale-Turnen auf einem Reifen oder dieses Gerade-Turnen. Also ich denke, dass wir in Deutschland uns wahnsinnig eng mal lange Jahre, was sich jetzt ein bisschen geändert hat, an diese Wettkampfübungen von damals halt orientiert haben. Seitdem es die Musik gibt, wird es ein bisschen lockerer und die Japaner haben dann wahnsinnig große Vielfalt reingebracht und wahnsinnig viel Kreativität und haben Elemente getunert, die wir damals nie gedacht haben. Deswegen ist es, finde ich, mal ganz gut für den Sport, wenn neue Nationen dazukommen, weil die halt unvoreingenommen sozusagen an den Sport rangehen und nicht dieses strikte Vordenken haben, was wir elementisch vorher schon gegeben hat. Ich denke, wenn die Russen erstmal drauf kommen und anfangen zu trainieren, glaube ich, dann haben wir es wirklich schwer. Also es ist sowieso das Beste, um Menschen zu überzeugen, dass man sie selbst ins Rad stellt, um zu zeigen, dass es nicht so einfach ist und dass es halt wahnsinnig Spaß bringen kann. Erzählen kann man ihnen wirklich viel, aber die eigene Überzeugung kommt wahrscheinlich erst, wenn sie es selber probiert haben. Diese Idee, dass man versucht, einfach nur wahnsinnig viel Action zu zeigen im kurzen Zeitraum, um es halt den Zuschauern interessant zu machen. Weil das ist halt das Schwere mit den neuen, mit der Konkurrenz von den Trendsportarten sozusagen. Dass man sich trotzdem mit so einem Sport wie dem Rollradtouren noch behaupten kann, das ist eigentlich recht schwer. Und das ist, denke ich mal, ein ganz guter Weg dazu.